Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Landwirtschaftssimulator 17 Wild Farming Projekt mit dem Freezy, mit dem McManus, Sachsen-Netz Player, Ansgar von Nordrhein TV Play und Guten. Hallo. 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 Alle Dünger schon wieder weg, oder? Ich habe ihn, ich weiß nicht, wo der zweite ist. Striegel weg. Striegel hat Guten. Hat Guten, ja. Dünger. Alles weg. Wer findet den Dünger? Alles weg. Haben wir nicht zwei gehabt? Ja, ja, aber wer düngt denn? Randy düngt und? Ich. Ah, deswegen. Dann meldet er sich nicht, ne? Ja, was sagen denn. Au! Was sagen denn die Schafe? Die Schafe, Moment. 28% Wolle, okay. Ja. Und Tino, gibt's was Neues vom Bauen? Das wöchentliche Status-Update. Das ist immer Folge 3, jede Woche, ne? Jede Woche Mittwoch quasi immer. Ich mache meine Elektrik zurzeit. Kabelfritze. Auch schon verlegt oder bist du noch bei dem Anzeichner? Anzeichen ist gemacht. Es ist schon alles in die Wände geschlitzt und die ganzen Steckdosen ausgebohrt. Und ist schalter. Also müssen wir über ein Loch rein, ne? Wo so ein Ding hinkommt. Und haben schon, naja, ich schätze mal so 150 Löcher haben wir schon gebohrt. Oh, das macht Spaß. Ja. Sollen wir den Anhänger reinmachen und dann auskippen, Ansgar? Können wir machen. Ich finde das klasse, dass du hier aufräumen wolltest. Ja, irgendwer muss ja hier mal, ne? Jemand muss ja mal durchwischen hier. In welchen willst du es denn haben? Am besten in den Tandem. Den einzelnen hier? Oh, der fährt ja zum falschen. Jetzt ziehe ich zurzeit die Kabel rein. Wenn mein Elektriker ist im Urlaub, wenn der wiederkommt. Genau, der hier. Aber nur einer reicht. Dann schließt er nur noch die Dosen an und so weiter und den Kasten halt. Ja, also das kommt ja erstmal, das kommt ja relativ spät. Wichtig wäre erstmal, dass die ganze Elektrik in der Wand ist und das verputzt werden kann inne. Durch irgendwie anders. Hast du ja mittlerweile in der ersten Etage oben Wände? Nee, weil deswegen erst verputzen, dann Wände. Aber in die Wände kommen doch bestimmt auch Steckdosen, oder? Genau, und die ziehe ich gerade rein. Also in die Wände, die noch gar nicht da sind. In die Wände, die noch nicht da sind, da kann ja dann nachträglich rein. Das hat ja mit den verputzten Wänden außen nichts. Gehst du einkaufen? Okay. Schon mit Uhr. Was macht jetzt? Einkaufen? Einkaufen? Ja. Teleshopping oder was? Nee, Kaufland. Okay. Ja, sagt sie zumindest. Wollt ihr deine Kreditkarte haben? Nein. Okay. Nein, es ist so, wir haben am Wochenende leider, sind wir nicht dazu gekommen, einkaufen zu gehen, weil wir sehr viel zu tun hatten. Und, eigentlich geht dann meine Frau, was weiß ich, mal unter der Woche nach der Arbeit direkt. Aber da wir morgen einen Termin bei meinem Kumpel haben, bei meinem Tischler, mussten wir heute noch ein bisschen was ausmessen und gucken und machen und tun und deswegen ist sie nach der Arbeit gleich heimgekommen. Was baut der denn Schönes? Wahrscheinlich alle Badmöbel. Also fürs Gäste-WC, so. Fürs... Badmöbel hatten wir jetzt noch. Ja. Mit der Messe. Und wir haben es aufgegeben. Also wir haben das mit den Badmöbeln wirklich aufgegeben. Ja. Und wenn wir uns jetzt einig werden, lassen wir uns komplett alle anfertigen. Mal schauen. Das ist billiger? Billiger nicht, aber das gleiche vom Preis. Also ich schätze, dass es genauso teuer ist. Weil genauso billig kann man ja echt nicht sagen. Aber dafür exakt so, wie wir es wollen. Und man muss glaube ich dazu sagen, wenn du was vom Tisch hast, dann hast du das normalerweise ewig. Ja, also das kommt. Aber gut, man muss sagen, bei Badmöbeln, ich glaube, wenn du jetzt nur das Beispiel, was einen Badschrank von Willeroy in Bruch kaufst, keine Ahnung, den hast du, glaube ich, auch ewig. Boah. Also die Qualität ist schon gut. Aber Tischler ist Tischler, ohne Frage, ne? Wenn du den guten hast, dann kann man das durchaus machen. Und ja, wir wollen halt schauen, ob es sich lohnt oder nicht. Und da es nicht das Einzige ist, was er uns baut, haben wir ein gutes Druckmittel. Weil der soll die Küche bauen.
Ja. Natürlich ein größerer Job. Ja. Genau. Deswegen. Die Küche bauen und, naja, und dann ein paar andere Sachen eben. Die Ankleide zum Beispiel, das ist, kannst du dir auch nur anfertigen lassen. Da ist nichts mit, gehst in den Laden und kaufst. Und was war's noch? Oh, ich weiß gar nicht. Ach so, ja, wir wollen eigentlich unsere Treppe, gell, in das erste OG. Oh Gott. Die geht quasi einfach nur gerade nach oben. Also ja. Da ist keine, nicht gewendet und nix. Und wir wollen ganz gerne unter der Treppe direkt so, naja, wie so zu Türen haben. Was und dann du so, so eine Harry Potter Kammer. Nee, was du so rausziehen kannst, was du gleich als Schuhschrank hast. Du quasi den Schuhschrank gleich so unter der Treppe hast und kannst dann quasi so rausziehen einfach nur. Und da hast du dann die Schuhe. Das finde ich mega praktisch. Das hat der Tino irgendwo im Internet gesehen, oder? Nee, tatsächlich sind wir da mal... Also, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, irgendwo haben wir das gesehen, aber ich weiß nicht mehr wo. Könnte mal einer hier Dünger nachfüllen, bitte? Jo. So, ich würde ja gerne helfen, aber... ist leider nichts zu tun. Nö. Da müssen wir uns echt was einfallen lassen, mal. Ja, das Problem ist, dass wir immer alles parallel. Also jemand wir könnte mal bei den Schafen den Futterdruck sauber machen, wenn wir jetzt so viel gespult haben. Dann bräuchte ich einen Frontlader. Und wir haben. Einer wie ich, der ist gerade im Einsatz hier. Steht da vorne nicht einer am Baum und da steht ja auch ein Trecker, oder? Aber das glaube ich. Es ist nur ein Trecker frei gewesen und das ist der, in dem ich jetzt gerade sitze. Der hat keine Konsole, ne? Richtig. Doch, hat er wohl. Doch, warte mal, der hat eine Konsole, aber wo sind denn überhaupt die, wo sind die Frontlader? Da vorne am Baum, sagte ich gerade, da hinter den... Ach, da sind. Ja. Naja, man muss mal schauen, das ist halt echt, es ist... Ach, ich weiß nicht. Bartechnisch ist es halt echt problematisch. Ich hab mir danke. Das nicht so ich hab mir das nicht so schlimm vorgestellt, wenn ich ehrlich bin. Und wir haben jetzt, wir haben jetzt erstmal die Wohnung bezogen, ne? Ja. Und haben gesagt, weil Badmöbel technisch ja nichts drin war, wir kaufen was ganz günstiges. Ne? Einfach so einen Schrank zum Hinstellen, wo du ein paar Fächer drin hast und dann noch so einen Hochschrank. Ne? Aber wirklich was sehr, sehr, ach, sehr kommt der nächste an hier. Günstiges. Ja. Also das kannst du nach dem Jahr, wenn wir hier ausziehen, wegschmeißen. Ja, klar. Also aber eigentlich hätte ich es schon am liebsten weggeschmissen, nachdem ich es aufgebaut habe. Aber das ist ja wirklich nur für ein oder zwei Jahre gebaut, das Möbel, ne? Ja, ja. Also das ist einfach so. Das ist wirklich entweder so eine Studenten-WG, keine Ahnung, oder so, oder ich weiß nicht. Aber das ist also Schund, also wirklich der letzte Schund. Ja, was da günstig ist. Nicht mal, ja, aber nicht mal das wenige Geld, was gekostet hat, wert. Ich krieg den Frontlader nicht dran, brauch mal Hilfe, weil irgend so ein Held hat ihn abgestellt, ja. Kerzen gerade in die Luft tragend. Falls da mal jemand kurz kommen könnte. Könntest du den auch zurücksetzen sonst? Dann steht er beim Händler. Nee. Werner, kannst du mal kurz? Ja, natürlich. Oder Füßi, komm du mal ran mit dem Ding kurz hier. Gucken, ob das... So, die Wiese ist bald auch zum letzten Mal gestriegelt. Dann müssen wir nur noch einmal spulen. Dann können wir das Feld... was. Oh, ich würde mal mähen. 15 machen. Das wäre cool. Oh, warte. Ich möchte Ladebahn fahren. Gut, dann fahre ich den Schwager. Cool. Mach mal. Noch jemand den Zetter fahren. Nee, den brauchen wir. Haben wir gar nicht. Nee. Wollen ja Geräte draus machen. Lass mal vielleicht noch mal Werner mit der Konsole. Ja. Ja. 3 Leute, einmal mit Profis. So, na dann bin ich mal bei den Schafen, ne? Jo. Viel Spaß. Aber guten, weißt du, was das Schöne ist? An den, jetzt hier die Geschichte mit den Kabel ziehen. Erstens, du machst dich nicht dreckig, also so gut wie nicht. Und es ist so eine Arbeit, weißt du, da ist das Beste, Radio an, du bist alleine. Tust du ganz gechillt, deine Karte zieht total geil. Also eigentlich meine Welt. Besser wie alles, was bis jetzt war. Was sagst du? Mach keinen Krach. Mach keinen Krach, das auch nicht. Müssen aufpassen, dass du es nicht in die Finger schneidest. Fenster sind ja überall drin, oder? Das Haus ist zu.
Alles klar. Wer hat die nur da so hingestellt, ne? Unglaublich. Nicht, dass noch die GEMA kommt und sagt, was ist hier öffentlich? Das ist ja nämlich das nächste Problem. Einfach zurück, das ist ja auf ein Privatgrundstück. Ja, aber kann ja trotzdem sein, wenn du das öffentlich, ne? Also wenn es offen ist und jeder kann es hören, dann kann ja schon die GEMA sagen, ey, ich mach das hier für die Öffentlichkeit. Wollen wir nicht. Aber ja, ist klar. Aber mein Toilettengang ist auch manchmal das öffentlich. Unterschätzt die GEMA nicht. Die pressen das alles Geld raus. Ja, ist wie unsere GZ. Aber das hatten wir ja schon, das Thema. Ja. Musst du jetzt eigentlich schon für das Haus GZ-Gebühren bezahlen? Ja, genau. Ich habe da nicht mal eine Schüssel drauf, ey. Aber ey, ganz ehrlich, zutrauen würde ich denen. Nein, natürlich nicht, hallo. Ich würde das Radio hören. Aber was ich machen. das gilt dann ja auch mal als Wohnung und auch ist keine Wohnung eingerichtet. Also Akkuradio. Ja, das gute Makita Bauradio. Ja, genau. Ey, das ist gut, das Ding. Natürlich ist das gut. Aber wisst ihr, was ich noch brauche von Makita? Kaffeemaschine. Bessere Akkus. Achso. Welche besorgen? Du kannst mir nicht mal von EMB die Dinger da besorgen. Doch, ist schon in der Mache, du Fotze, Alter. Du bist manchmal so unhöflich und frech, Alter. Ich würde in den Arsch treten gerne. Hast du jetzt du Fatzke gesagt oder du. Ja. Nee, er hat das geschrieben. Moment. Was du hast sowieso tendenziert. Was ist denn das für ein Wort? Das hab ich doch gar nicht gesagt. Ja klar, du Fotzial, Alter, du. Was hast du jetzt gesagt zu mir? Fotze. Was? Einfach so habe ich also deine Fäkalsprache nimmt auch immer mehr zu, oder? Da weiß man schon wieder, welche YouTuber der immer so. Ja, finde ich auch. Get on my level oder was? Und, ja. Bei uns gab es früher eine Lehrerin, der sagte man nach, dass man bei Schimpfwörtern bei der immer den Mund ausspülen muss. Ansgar, was glaubst du? Funktioniert das oder funktioniert das nicht? Bestimmt mit funktioniert das. Ausspülen oder was? Also Freezy, los geht's. Einmal zum Waschbecken rennen und einmal mit Seife ausspülen. Das wär jetzt das Angebrachteste. Richtig schön durchwurbeln. Ja. Machst du das bitte für sie? Ja. Dann erstmal ein kaltes Monster. Ist nicht mal jemand von Monster gestorben oder hatte irgendeinen Herzinfarkt oder so? Ja, ja, da gibt's zwei Fälle im Amiland. Aber die sind ewig alt und sonst ja, ich weiß, aber so. Wahrscheinlich 100 Liter am Tag. Naja, ich glaube, das eine Mädel, das war halt herzkrank und hat sich am Tag 6 Liter reingezogen oder so. Ja. Und irgendwann ging es halt nicht mehr. Kluge Entscheidung ist halt, naja, gute Bildung. Aber es ist Land der Freiheit, du kannst alles machen, Drache, was du willst. Drache plant doch einen Zelda-Stream, wenn das neue Zelda da ist, mit ganz vielen Monster auf der Couch zu sitzen und zu spielen. Wer? Ich habe auch. Nächste Folge, ich habe schon mir Stichpunkte gemacht. Ach so, gut, dann werden wir in der nächsten Folge zum Stich. Der Lord, der kommt ja bald ein neues Zelda raus für die Nintendo Switch. Und da plant er halt dann so einen großen Tag, einfach nur einen ganzen Tag Zelda-Stream. Da muss er sich natürlich eindecken, ne? Also auf der Couch mit vielen Monster und Chips. Ne? Man muss ja auch irgendwie überleben den Tag, ne? Versteht sich. Ich frage mich so, was ist mit seinem Gebiss, also mit seinem Kiefer? Warum steht er so weit vor? Wisst ihr, das ist dieser Drache. Der Unterkiefer ist ein Drache. Steht so weit vor, das finde ich komisch. Jawoll. Alter, ich würde alle High Five. Interessant. In dem letzten Video oder so war das, da hat er über Steuern geredet. Und er hat festgestellt, Zelda und so kann er von den Steuern absetzen, aber WoW nicht. Was? Das habe ich mir alles für die nächste Folge aufgeschrieben. Okay. Wow. Dann kommen wir. Kleiner Spoiler für die nächste Folge. Schön, ja. Der Mann ist ein Multitalent an Intellektualität, das ist Wahnsinn. Ich fand übrigens seine Pläne krass, was er machen will, wenn das mit YouTube irgendwann mal nicht funktioniert. Der will das ganz groß aufziehen. Das funktioniert doch schon seit 5 Jahren für große YouTuber und Veranstaltungen und alles ganz groß aufziehen. Wollt ihr nicht auch eine eigene Meta-Halle haben? Ja gut, das ist ja schon wieder geplatzt, glaube ich. Drum. Gut, aber wer in Skyrim nur Met trinkt und sein Geld nur für Met aufzieht? Wie sieht es als Ding nicht rumstehen? Ich warte, dass ich hier düngen kann. Das ist krass. Für solche gehe ich arbeiten, ey. Das ist echt traurig. Willst du den so stehen lassen, Ansgar? Wo soll ich ihn denn hin tun? Ich habe gedacht, du willst ihn auskippen, sodass wir mit das der Schaufel beladen können. Aber ich dachte mir... Ja? Wenn wir jetzt
ein bisschen schwulen wieder, damit ich hier 15 erdüngen kann, die letzte Düngerstufe. Freezy, die Frage kannst du dir selber beantworten, indem du Escape drückst und guckst, ob alle Felder gedüngt sind. Ich ja, bin noch dabei, ich fragte gerade, ob wir spulen können, so damit ich die letzte Mal. Düngerstufe also. Düngen kann auf Feld 15, weil Feld noch 15. eine Düngerstufe fehlt. Ja, aber die Eskalationsstufe kommt erst in der nächsten Folge. Und Feld 15 doch. Ist noch nicht mal fertig gedüngt. Das geht sag nicht ich doch. Das soll ja in der nächsten Stufe gedüngt werden, weil das ist für diese schon aber fertig. Aber ein Streifen hat schon die letzte Stufe. Das liegt ja. daran, dass da wahrscheinlich irgendwas schon war. Fahr mal mit dem aber Dünger drüben. Aber das habe ich schon gemacht. Habe ich auch schon gemacht, geht nicht. Achso. Also, Werner, folgende Idee hatte ich. Nächste Vielleicht Folge. Das ja. Ansgar, okay. Nächste Folge. Nächste Folge. Ja, wir sind fertig, liebe Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst den Daumen nach oben da. Würde uns auf alle Fälle sehr freuen. Und wir sehen uns morgen wieder zu einer weiteren Folge Wild Farming. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Metal. Ciao. Tschüss.